Jetzt steht sie wieder hier auf der Bühne zum Greifen nah. Der Applaus rauscht sie. Mozarts Melodie steigert ihre Begehrlichkeit. Und alles fängt wieder von vorne an. Ja, sie singt schön, die Frau, die so gerne liebt hat. Bin ich betrogen von ihr? Oh!
Auges
Thank you.
Ich folgte ihren Spuren und verließ wie ein Tor die Heimatlinie.
Hose vom Frack. Und flattert mich der Frack. Verfüttert wie ein altes Frosch, wie das Monstrum, das Monstrum ganz laut. Flick-flack, das war das Wacklein sein. Noch einmal ein, was mit sich erfahren zum Finale der Oper geht.
verlorenen Geld, das mich Elias der Bankrott gebracht hat. Blieben nur noch Pompeius, der argwöhnische Brillendoktor, pocht auf seine Rechte und will für seinen Abenteuer an ihr noch mehr Geld. Altes Ekel! Ah.
haben Sie, junger Herr? Ach, der hört Sie nicht. Versuchen wir es so. Da macht er auf. Was gibt's? Oh, man.
Thank you.
Sehr
schlecht, aber Mars ist heil, ist ihre Stirn gerötet und ihn als Zeichen der Krankheit. La 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 la
sind sehr wichtig. Was sucht er da auf dem Fußboden? Hey Franz! Ah, der Hoffmann! Der Herr Niklas! So ist es! Wir haben keine Zeitungssuche vom Land. Seit 6 Monaten sind die Hoffmann und schon wohl oder übel, mit ihm hinter der Tochter des Herrn Prestel herzurennen. Du verstehst doch, dass ich die Sache gern zu Ende bringen möchte. Wie geht es Antonia? Er ist ausgegangen, Herr Hoffmann. Aha, du treibst also immer noch das gleiche Spiel wie früher? Jawohl, in die Philharmonie. Schafskopf. Wie gewöhnlich. Ich habe nach Antonia gefragt. Ah, Fräulein Antonia. Jawohl. Sie sprechen so undeutlich. Er spricht so undeutlich. Ach, Herr Hoffmann. Immer frisch und hübsch wie eine, wie sagt man noch? Schon gut, erspar uns den Vergleich. Geh! Ja, sowas in der Art. Geh schon. Sehr wohl. Aber zum Teufel, nein! Der Herr hat mir verboten, irgendwelche Leute hereinzulassen. Verdammt nochmal, sind wir denn irgendwelche Leute? Das stimmt allerdings. Idiot! Schafskopf! Trottel! Achsel! Jetzt endlich werde ich erfahren, warum sie wegzog. Ohne Gruß und leb wohl. Es liegt doch auf der Hand. Sie gehorcht ihrem Vater. Hoffentlich taugt sie mehr als die andere. Was heißt die andere? Ach, schon vergessen.
heißt sie entbehren. Er ist nicht zu belehren. Noch schweben im Raume die Töne, die sie gespielt. Was muss geschehen sein? Das sind ganz zerstört.